Ach ja, Zeit zu zweit ist schon schön. Willkommen zurück zu Wind Waker HD. Immer noch im Terra Temple mit Melody, der Süßen aus dem Orni-Volk. Oh, der Raum war kacke. Der Raum war kacke. Ja. Okay, und jetzt weiß ich auch wieder, wieso es hier diesen Umweg gab. Ja. Okay. Hier mussten wir also wirklich zuerst lang. Gut. Und ich glaube auch mit Medoli. Genau. Soweit ich das noch weiß. Moment. Kann man die abschießen? Mit Pfeilen? Weil ich glaube, das ist ganz geil. Wenn ich das könnte. Könnte ganz wichtig sein. Sonst versuch's mal mit Bomben gleich. Die gab's schon, ne? Die bräuchte ich eigentlich auch noch als Foto. Leider nicht. Okay, dann versuche ich mal eine Bombe zu werfen. Du Sack. Wie mies. Es bringt nichts, okay. Gut, dann lassen wir das. Und werden direkt mit Medulli spielen und schauen, ob die Hand mich erwischt. Da habe ich nämlich Angst vor. Ich glaube, das ist mir nämlich auch mal passiert. Deswegen auch immer schön hochfliegen. Und ich meine, hier war jetzt ein Schalter. Aber nur für Link. Okay. Mit Medulli kann ich da leider gar nichts machen. Okay, ich bleib trotzdem mit Medulli mal hier. Und laufe jetzt also einfach mal mit Link da durch. Versuch das zumindest. Komm an, Link! Hoch da! Okay. Soweit reicht die Hand, glaube ich, gar nicht. Okay. So, und dann werden wir zuerst einmal. Moment, Melody, komm mal hierher. So. Ja, und sie folgt mir trotzdem wieder, egal. Werden wir erstmal den Block dahin schieben und dann natürlich noch den Schalter betätigen. Und das ist dann quasi die Vorarbeit. Was hatte die denn gerade für ein süßes Geräusch gemacht? Naja. Auf jeden Fall. Vorarbeit für den Raum, in den wir gleich kommen, und zwar den da. Das ist halt der, den wir durch die Schlüsseltüre da betreten können. Weil hier kommen wir nicht weiter. Wie gesagt, das hat doch alles Sinn mit dem Schlüssel und so. Das ist nicht irgendwie umsonst. Da ist natürlich ein Konzept dahinter. Und hier haben wir eine weitere Vorarbeit geleistet. Joa. Soweit so gut, würde ich sagen. Das müsste hinhauen. Und jetzt heißt es wieder zurücklaufen. Allerdings muss ich jetzt auch wieder Medulli rüber chauffieren. Obwohl, ich teste einfach mal was. Weil ich jetzt zu faul bin, die Sonate des Puppenspielers zu spielen und so weiter. Müsste ja eigentlich klappen, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe. Jawohl. Einfach mal ein bisschen Zeit gespart, würde ich sagen. Danke, Spiel, dass du sie zurückgesetzt hast. Sehr freundlich. Auch wenn es in einigen Fällen nervig sein kann, hier war es mir von Vorteil. So, dann bräuchte ich gerade mal wieder nicht. Ich muss mich kurz um den Block kümmern. Dann kommen wir in den nächsten Raum und dann sind wir auch schon im letzten Stockwerk im U2. So. Ich wollte dich werfen. Immer wenn ich Sachen werfen will, ablegen will, dann werfe ich sie. Bei Bomben meistens. Jetzt will ich mal was werfen. Jetzt lege ich es ab. Unglaublich. Sehr gut. So sollte das sein. Gucken wir nochmal kurz auf die Karte. So sieht das Ganze aus. Da kommen wir gleich in diesen Raum, den wir gerade schon gesehen haben durch das Gitter. Dann kommt dieser Zombie-Raum, genau, dieses, ja, dieses eckige O, mehr oder weniger, wo die Truhe da am Ende ist. Und dann kommen wir schon in diesen runden Raum, der uns nach unten führt. Das wird geil. Aber dieser eine Raum wird dann nochmal ziemlich fordernd. Was jetzt hier war, weiß ich nicht mehr, ob das jetzt besonders fordernd war. Oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Wow. Fuck. Was mache ich auch gerade für eine Scheiße? Unglaublich. Moment. Ja, komm. Oh, der eine ist schon. Oh. So, sehr gut. Oh, du bist auch blöd. Du bist auch richtig blöd, ne? Läuft einfach voll rein. Na, komm her. Ich stehe da voll im Licht, bitte. Okay, was war das denn jetzt? Egal. Akzeptieren wir mal. Ja, hätten wir jetzt natürlich die Vorarbeit nicht geleistet, wäre da gar kein Licht. Dafür mussten wir das also tun.
So. Hat uns aber nichts gebracht, dass wir die Gegner besiegt haben. Wir sehen, gibt es hier eine Truhe? Sieht nicht so aus. Aber irgendwo muss es natürlich noch weitergehen. Und wir sehen natürlich auf der Karte, wo es weitergeht. Und zwar da drüben. Fuck. So. Pingelig die Steuerung. Da ist ein Rubin. Das Ganze erinnert sich jetzt gerade so ein bisschen an Ranel, finde ich, aus Skyward Sword. Mit den Bomb-Basketbällen, blablub, blablub, blablub. Geht das nicht, oder wie sieht's aus? Ich komme wohl nicht so weit. Okay. Moment, ich gehe mal selber da raus, damit ich mir gleich nicht im Weg stehe. Ja, also in diesem Part werden wir auf jeden Fall noch nicht zum Boss gehen, das weiß ich. Wir haben noch viel zu viel zu tun. Nein! Ich wollte nicht... Ich drücke dann mal die falschen Tasten. Also ist mir jetzt erst zum zweiten Mal passiert, aber... Trotzdem. Ärgerlich. So, ich muss dahin. Das heißt, ich reflektiere jetzt einfach mal hier das Licht hin. Geh da mit Link an den passenden Ort. Zum Beispiel hier hin. Um das Licht weiterzuleiten. Wenn es denn so klappen würde, wie ich wollte. Okay, so klappt es offenbar nicht. Gut, dann machen wir es erstmal hier. Und das war notwendig, weil da ist die Tür. Da ist die Tür! Aber joa. Ich glaube, das letzte brauchen wir jetzt nicht wirklich, oder? Da wird eh nichts hinter sein. Wie wir sehen können. Ich kriege es gerade zum Verrecken nicht hin. Ach komm, wir scheißen jetzt mal drauf. Da ist ja keine Schatztruhe oder so eingezeichnet, das heißt, da wird nichts sein. Wird nur ein Rubin sein oder sowas. Da habe ich echt keinen Bock drauf gerade. Wieder dieses Ajustieren und sowas und nee. Und 500, jawohl, sehr gut. So. Haben wir das auch erledigt? Genau. Jetzt sind wir da in dem. Ich wollte dich nicht werfen, sorry. Ich wollte eigentlich nur die Tür öffnen. So, und jetzt kommen wir genau in diesen Raum. Ich habe es noch genau im Kopf gehabt. Sogar richtig im Kopf gehabt. Oh, das tut mir leid. Die ist ein bisschen zu schnell runtergefallen für meinen Geschmack. Auch hier kommen gleich natürlich nochmal Zombies. Ist klar, ist klar. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch eine Möglichkeit haben, Melody zu fotografieren sonst. Nach dem Dungeon. Ob die dann irgendwo ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich fotografiere die jetzt auch mal lieber. Ganz ehrlich, das mache ich jetzt wirklich. Weil ich Angst habe, dass sie nach der Story dann weg ist irgendwie. Total. Ganz weg. Und ich weiß nicht, ob ich die schon fotografiert habe. Kann natürlich sein. Kann auch nicht sein. Wer weiß das schon. Und ich habe da einfach zu viel Schiss, dass ich da irgendwas verkacke. Weil ich will alle Fotos haben, auf jeden Fall. So. Also, wie gesagt, die ganzen Ornis, die können wir jetzt mal... Ja gut, ich will aber eigentlich nicht diese normalen Ornis wegschmeißen, weil da weiß ich halt nie genau, welcher das ist. Weil die sehen alle gleich aus. Deswegen schmeiße ich mal lieber so besondere Ornis weg, wie zum Beispiel diesen Typen. Den kann man ganz ruhig löschen. So, und jetzt können wir noch zwei Fotos tragen. Eins mache ich jetzt von Medoli. Und dann können wir uns noch eins vom Boss gönnen. Und dann müsste es erstmal reichen. Wie gesagt, diese Krabscher, okay. Aber die kommen doch bestimmt auch noch im nächsten Dungeon vor. Sodass wir uns dann darum kümmern können. Zur Not muss ich noch mal in den Dungeon zurück. Wir haben schon wieder 30 Rubine in diesem Raum bekommen. Ist das krass oder was? Okay, ich weiß nicht, war in der Truhe gerade ein Zwacken? Ich hab's ja so gar nicht mitbekommen, ne? Traurig. So. Aber ich glaube, die habe ich sogar schon. Egal. Wir lassen die alle mal raus. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Zombies bei. Und auch noch, wie wir gerade gesehen haben, so ein Ritter. Vom Zwischenboss. Der aber, wie wir wissen, ein absoluter Lappen ist und überhaupt nichts kann hier. Ein paar Schläge, ein bisschen ausweichen. Wenn wir keine Herzen verlieren wollen, dann war's das. Zack, zack. Nicht mal ausweichen, brauchen wir schon gar nicht mehr. Kann gar nichts in Offensive. Und Defensive ist auch mega kacke. So, war nicht noch irgendwo ein Zombie? Okay, dann halt nicht. Es bringt auch übrigens nichts, wenn man hier die ganzen Gräber öffnet, aber... Ne, in jedem siebten Ei und so. Wir wollen doch wissen, was da drin ist. So, aber wir brauchen jetzt erstmal wieder Medoli.
um überhaupt weiterzukommen. Denn es gibt noch ein zweites von diesen Toren. Oder wenn man... Oh. Das habe ich übersehen. Aber es gibt uns zurück, zum Glück das Herz zurück, was wir dadurch verloren haben. Wenn man genau das genau nehmen will, ist natürlich das dritte. Weil zum Öffnen des Dungeons an sich brauchten wir auch schon, ja, Melody und ihre Lyra. Keine Ahnung. Geige. Geige. Harfe natürlich. Ach, ich mag die Melodie. Die ist echt schön. Und jetzt kommen wir also in das gefürchtete Stockwerk. Was echt nicht schön wird. Okay, erst in einen anderen Raum und dann dadurch ins Stockwerk, ja, aber... Ich weiß auch gar nicht mehr, wie dieser Raum aussieht jetzt hier, wo wir reinkommen. Das ist eine ganz normale Wendeltreppe. Finde ich aber auch schön mal ästhetisch gemacht, muss man mal sagen. Hat schon was. Oh, schade, wir können doch nicht in den Rock schauen. Naja. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön gemacht. Schöne Detailarbeit. Das mag ich. Macht eine schöne Atmosphäre. Okay, da unten möchte ich erstmal nicht hin. Wir legen jetzt doch mal hier den zweiten Port, den dritten Porter frei. Wieso nicht? Ich habe zwar nicht die Absicht, mich zurückzuporten zu dieser Stelle oder zum Anfang, aber... Ist ja egal. Wieso ich mir jetzt selbst dabei getötet habe? Weil ich nicht geglaubt habe, dass die Bombe auf dem Boden funktioniert. Das erinnert mich ja so arg an Twilight Princess, da gab es doch auch so einen Rotz. Wo dann auch irgendwo noch ganz was versteckt war und so und... Aber hier in dem Raum scheint keine Truhe zu sein, das heißt, um die ganze Kacke hier muss ich mich nicht kümmern. Also ich kann einfach dahin, wo ich hin muss. Da oben ist übrigens der Boss. Das heißt, da wissen wir schon mal, wo wir hin müssen, aber erst einmal... Was mache ich denn für eine Rotze? Da war ja mal dumm hoch 10. Was ich da wieder veranstaltet habe. Naja. Gucken wir mal, ob es irgendwas bringt, wenn wir die Typen hier töten. Aber kann ja eigentlich gar nicht sein, oder? Ich meine, hier gibt es keine Truhen. Aber ein Zwacken. Hier auch? Von dir? Nö, von dir gibt es Pfeile. Okay. Wie auch immer. So, jetzt müssen wir bestimmt dieses Gras hier hochklettern und Ewigkeiten dafür brauchen, ne? Ja, ja. Natürlich. Können wir das nicht irgendwie schneller machen oder so? Dieses 2D-Gras, ne? Das ist einfach so... WTF. Das klebt ja wirklich richtig an der Wand dran. Das ist schon irgendwie ein bisschen... Naja. Ich meine, es ist ein HD-Remake für die Wii U, natürlich. Aber man muss natürlich auch den Flair vom alten Spiel einfangen. Deswegen konnte man das insofern dann natürlich nicht verbessern. Behaupte ich es einfach mal. Das wäre sonst irgendwie wieder... Dafür steht ja auch ein bisschen der Cell-Shading-Look und so. Der muss ja ein bisschen comic-mäßig und so unrealistisch aussehen, natürlich. So, welcome to my life. You see, it is not easy, but bla bla, ne? Nee, aber hier, mein Hassraum. Wobei, also, ich hasse ihn nicht, aber er ist halt sauschwierig, finde ich. Wie komme ich da oben nochmal ran? Geht das erst später? Mit Melodie kann ich die Truhe doch nicht öffnen, oder? Kann natürlich sein, dass ich das kann, aber... Ich spiele immer noch falsch, das ist echt erbärmlich. Wir testen es jetzt einfach mal. Ach nee, es ist ein Schalter. Sah nach einer Truhe aus. Aber kein Permanentschalter, ne? Nee, nee. Gut. Joa, dann würde ich sagen, basteln wir mal drauf los. Kann ich die von hier unten auch noch rufen? Nö, dann muss ich wieder da hoch. Dann hätte ich sie besser runtergeholt. Naja. Gut, gut, dann müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal die Sonate des Wurmspielers spielen, um die runterzuholen. Nicht der Akt, aber trotzdem. Da gibt es so viele Sachen zu erledigen, ne? Allein auch diese Truhe. So viele Spiegel, die man verschieben muss und Geheimnisse, die man finden muss. Und es ist echt nicht einfach. So, zunächst müssen wir... Ja, was müssen wir eigentlich als erstes tun? Wir haben jetzt den Schalter da. Ah, okay. Als erstes lassen wir mal die Truhe spawnen.
Ich glaube, das ist ganz nice. So. Das können wir auch ganz normal als Link machen. Wenn wir sie treffen. So. Wird wahrscheinlich auch wieder nur so ein Glücksamulett sein oder sowas. Oder eine Rubine. Oder keine Ahnung. Aber die Truhen haben manchmal so zwei Verzierungen oben drauf und manchmal nur eins. Das ist. Keine Ahnung, ob das irgendwas zu sagen hat. Kann ich nicht genau sagen. Wir müssen eigentlich das Ding hier zerstören. Achso, gut, das können wir auch. Ich bin so blöd. Wir haben doch jetzt hier Licht. Ja, okay. Wir brauchen Midoli gleich auf jeden Fall noch. Aber erstmal können wir hier alles alleine machen. So. Nee, ich finde den Raum eigentlich wirklich ganz cool. Dauert halt, aber er ist ganz cool. Wirklich. Der ist echt cool. Weil man eben hier wirklich mal ein bisschen nachdenken muss und vor allem braucht man einen Plan. Weil man kommt sich hier leicht überfordert vor. Weil man halt hier so viele Sachen hat, mit denen man irgendwas machen muss. So, ihr seht schon, das ist natürlich auch ein Spiegel. Okay, man sieht es jetzt nicht, weil die Kamera ein bisschen scheiße ist, aber jetzt sehen wir, dass es ein Spiegel ist und der wird natürlich. Ich muss mich gerade kratzen. Das Ding weiterleiten hier, das Licht. Und damit können wir dann wieder an anderer Stelle weiter. Das Licht strahlt jetzt da drauf. Was uns das bringt, ja. Das sieht man zwar jetzt noch nicht ganz, aber es wird uns auf jeden Fall was bringen. Nur dafür müssen wir natürlich erstmal wieder was anderes machen. Und dafür brauchen wir Medulli. Deswegen werden wir sie im nächsten Part wieder von da oben runterholen und werden hier weitermachen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dann gibt es natürlich auch den Dungeon-Boss, weil dann dürfen wir wirklich mit dem Dungeon durch sein, weil ihr seht, viel fehlt nicht mehr. Bis dahin. Tschüss.